Das Thema gedruckte Bilder erfordert, dass ich uns da Informationen gebe, sowohl zum Thema Drucken wie auch zum Thema oder zum Inhalt der Bilder. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich gerne noch etwas dazu erläutern, warum uns das eigentlich ein Anliegen ist hier im Bahnhof Eller. Man hat ja gesagt, er macht ein Porträt, die beiden hier in zwei Fassungen, eine rote, eine schwarze Fassung, ein Porträt eines Freundes. Sie haben verabredet, jedes Jahr machen sie von sich gegenseitig ein Porträt, solange sie an der Akademie zusammen sind. Und eine ähnliche Haltung wie bei dem Elvis, aber durchaus ironisch. Als Waffe hat er seinen ausgestopften Waschbär dabei. Also ein absoluter Anti-Held, kann man sagen. Auch Benjamin Zanon, von ihm sind ja diese Radierungen, greift ein eher bekanntes oder auch ein klassisches Motiv des Stadtplans auf. Das war immer eines der wichtigen, neben der Landkartierung, der wichtigen Themen in der Druckgrafik. Er nimmt aber nicht inhaltliche Elemente dieser traditionellen Kunst auf, sondern er entscheidet sich für eigentlich eher utopische Themen. Ihn interessiert das, was passiert, wenn Städte sich in einem bestimmten monokausalen Bereich weiterentwickeln, zum Beispiel den Bereich des Verkehrs. Was passiert mit einer historischen Stadtstruktur, wenn die Verkehrsstruktur, die also sozusagen nur eine einzige Ursache hat, immer weiter wuchert? Das hängt vielleicht damit zusammen, dass er als Architekt angefangen hat zu studieren und jetzt als Künstler an diesem Thema weiterarbeitet und natürlich auch, wie soll man sagen, an seinem philosophischen Anfangsstudien. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass dieses Thema Kartierung oder Mapping, wie man hier auf Norddeutsch sagt, ja sehr aktuell ist und es viele Künstler gibt, die sich auf andere Weise und in anderen Bereichen mit diesem Thema befassen. Bettina Schlechtriemen und Annika Bücker sind zwei Künstlerinnen, die sich auf unterschiedliche Weise, also mit ungegenständlicher Kunst befassen. Sie verzichten beide auf Abbildendes, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, es handelt sich um biologische Strukturen oder ähnliche Naturphänomene. Es geht ihnen eher darum, zu erproben, was man mit diesen abstrakten Formen oder was man mit diesem Repertoire der abstrakten Formen und mit diesem Repertoire, das aus der Drucktechnik entsteht, an Bildwirkungen erzeugen kann, ohne Zwischenstufe eines inhaltlich erkennbaren Motivs einzuschalten. Vielleicht ist Annika Bücker etwas stärker malerisch orientiert. Sie war ja hier auch mal in dieser Ausstellung vertreten, Continuum, wo es um Kontinuität der informellen Malerei ging, während Bettina Schlechtriemen vielleicht etwas stärker tendiert zum Bereich des Dreidimensionalen oder des Plastischen, wodurch sie, oder zum Räumlichen, sehr gut als Nachbarin zum Künstler Zanon, Benjamin Zanon, passt. Und abschließend Inessa Emmer. Ihre großen Arbeiten. Bei ihr hat man wirklich den Eindruck, dass sie mit Vergnügen solche alten Motive aus Mythologie oder Kunstgeschichte aufgreift und die so ähnlich wie Annika Bücker ihren Teppich gegen den Strich bürstet, diese Motive gegen den Strich bürstet und die nicht immer so interpretiert, wie sie ursprünglich mal gemeint sind, sondern durchaus eigenwillig und zum Teil ironisch verwendet. Also zum Beispiel bei diesen Herren da im Bad weiß man nicht genau, sitzen die nun im Jungbrunnen oder sind das wirklich nur Männer, denen irgendwer Hörner aufgesetzt hat.
Oder auch bei dem mittleren Bild, wo diese vier hölzernen Männer um die junge Frau stehen, sicher das Motiv des Dr. Tulp von Rembrandt, aber doch auf eine ganz andere Art interpretiert oder man kann sagen ironisiert. Es ironisiert nicht nur Rembrandt, es ironisiert vor allen Dingen die Männer, muss man sagen. Und das scheint ihr doch eine sehr große Freude zu machen. Sie haben ja das Glück, ich hoffe, dass die beiden fehlenden Künstler auch noch kommen, aber sonst haben Sie das Glück, dass Sie alle hier sind und dass Sie mit allen sprechen können. Tun Sie das. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Ausstellung ist eröffnet.